Aloha, liebe Waage, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn auch dich interessiert, was der Monat Juli für dich so bereithält, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, herzlich willkommen, liebe Waage. Ich begrüße dich hier zu deiner Monatslegung für den Juli. Wenn du die Waage im Sternzeichen Mond, Venus, Aszendent oder anderartig in deiner Chart hast oder gegebenenfalls auch hier als Crosswatcher auf eine Waage siehst, dann bist du hier herzlich willkommen und vollkommen richtig. Wie du siehst, habe ich hier auch schon die vier Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die Beschreibung der Karten findest du wie immer und die Verlinkung der Lege in der Infobox. Die Infobox ist da, wo der Videotitel steht, wenn du auf das kleine Wörtchen mehr klickst. Ich werde jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen ein bisschen unterwegs sein, insofern und Urlaub haben. Und insofern, wenn ich dir nicht direkt zurückschreibe auf E-Mail, Kommentare, was auch immer, dann bitte hab noch ein bisschen Geduld. Ich melde mich, sobald ich kann. Ja, ansonsten, meine Lieben, gehe ich jetzt direkt in die Auslegung der Karten. Und dann schauen wir mal, liebe Waage, was ich denn hier für dich im Juli so zeigen möchte. Bis gleich. Ja, liebe Waage, herzlich willkommen zurück. Wie du siehst, habe ich jetzt hier das große Blatt für dich ausgebreitet. Jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen noch zwei Orakelkarten springen lassen und dann schauen wir mal, welche Energie trägt dich denn jetzt hier durch den Juli? Die liebe Waage, die Libra-Geborenen, welche Energie darf ich hier oder Energiebotschaft darf ich hier für die Waage überbringen? Um was geht es hier? Und wir haben die Lebensreise. Wow, sehr schön. Das ist eine super Karte. Und jetzt schauen wir noch mit den Karten der Liebe vom Chuck Spezzano. Was zeigt sich hier in Sachen Liebe für die Waagegeborenen im Juli? Und da ist sie auch schon. Und wir haben die Wahrheit. Das ist sehr krass. Auch hier konnte ich das eben schon aus dem großen Deck heraus, geht es hier tatsächlich genau um dieses Thema. Also, liebe Waage, was ich auch hier schon so in dem großen Blatt direkt wahrgenommen habe, als ich die Karten ausgelegt habe, ist, dass es hier auf jeden Fall um dich selbst geht im Juli. Ja, du bist hier sehr stark mit eigenen Themen beschäftigt. Du bist nämlich mit deinem Leben beschäftigt, mit deiner Lebensreise und wo die für dich jetzt weiter hingehen soll. Ja, du möchtest hier Klarheit finden und die Klarheit findet man ja auch immer durch die Wahrheit. Hier im weiteren Outcome haben wir noch den Reiter und wir haben einen Ass. Du hast nämlich zwei Asse, das Ass der Stäbe und hier das Ass der Kelche. Und ich sehe hier auf jeden Fall, dass du Nachrichten bekommen wirst im Juli, die dich sehr, sehr erfreuen werden. Und diese Nachrichten bringen dir aber auch Klarheit in Gefühlsthemen. Ja? Also hier wirst du eine unverhoffte Botschaft von jemandem bekommen, mit der du wirklich gar nicht rechnest. Und du bist hier auch übrigens auf dem Weg deines Herzens. Vielleicht auch erstmalig in deinem Leben folgst du deinem Gefühl, folgst du deinem Ruf, deiner Seele. Ja? Und du findest hier neue Erkenntnisse hinsichtlich deiner Emotionen und deines Herzzustandes. Ja? Und für dich wird eben im Juli die Wahrheit eine sehr große Rolle spielen in Sachen Liebe, ja, und aber auch in Sachen Selbstliebe. Also sei hier unbedingt ehrlich mit dir selbst, ja, das ist auch ein Hinweis von dieser Karte. Und vor allem sei immer ehrlich mit dir selbst in Beantwortung von Lebensthemen, ja, oder diesen wichtigen W-Fragen, wer bist du, wo willst du hin und so weiter, ja. Also da, das sind Themen, die dich eben im Juli hier beschäftigen werden. Und wie gesagt, in Sachen Liebe geht es hier um die Wahrheit. Also du solltest ehrlich sein. Vielleicht ist zusätzlich auch, wie das ja auch immer so ist, nicht nur bei uns selbst die Themen, sondern auch immer im Außen. Vielleicht ist auch hier jemand ehrlich zu dir oder du verlangst von jemandem, dass er ehrlich zu dir sein sollte. Denn so beginnt der Juli. Wir haben hier die Sterne und wir haben das Ass der Stäbe.
Und das zeigt mir eben, dass es hier um eine Art Wunscherfüllung auch geht. Du hast dir auch Klarheit gewünscht in einer Angelegenheit. Und diese Angelegenheit nehme ich mit dem Ast der Stäbe eben auch als deine Lebensaufgabe oder eben auch so als dieses Reiseziel für dich wahr. Ja, also wo liegt deine Leidenschaft, liebe Waage? Was möchtest du denn von diesem Leben noch erfahren? Ja. Vielleicht bist du jetzt auch in einem gewissen Alter, warum du dir diese Gedanken so extrem machst, oder aber es gab hier einen Vorfall. Wir werden es auf jeden Fall noch bestimmt näher sehen können. Jedenfalls solltest du dich hier entscheiden nach dem besten Gefühl, das du in dir hast, was diese Obsession oder Leidenschaft in dir auslöst. Ja, vielleicht findest du hier auch das erste Mal in deinem Leben irgendetwas, wofür du so richtig blühst. Ja, also wofür du so, wo du richtig die Zeit vergisst, irgendetwas, was dir super wichtig sein wird. Ja, vielleicht auch schon immer war, aber du hast es dir halt einfach nie, du hast es einfach nicht zugelassen, ja, weil auch das ist so etwas, was ich hier bei dir so stark wahrnehme. Du hast auf jeden Fall im Juli auch eine Entscheidung zu treffen, liebe Waage. Und diese Entscheidung, die schiebst du hier scheinbar schon ein bisschen länger vor dich her, ja. Es ist so, dass es hier eben auch um Ängste von dir geht. Die sitzen auch ziemlich tief in deinem Unterbewusstsein und du hast hier auch irgendeine Art Selbstsabotageprogramm laufen, dass du hier eben wirklich ungerne schnelle und plötzliche Entscheidungen triffst. Aber es wird hier jetzt eben von dir verlangt, ja. Es kann auch sein, dass diese Entscheidung auch etwas mit einem Erdzeichen zu tun hat, also Jungfrau Stier Steinbock, vielleicht auch hier eine etwas jüngere Person. Und wenn es nicht das ist, dann ist es so, dass es hier eben eine Entscheidung ist, wo es eben auch um Finanzen geht und auch darum, dass du hier in Bewegung kommen solltest, wie du zum Beispiel dein Geld neu, besser, anders anlegen kannst, ohne dass du Verluste einfährst. Oder ohne dass sich hier etwas plötzlich verschlechtert, obwohl du hier dachtest, dass du doch eigentlich auf einem guten Weg bist, dass du hier eher in die Stabilitäten kommst. Aber du hast hier eben aufgrund deiner Angst, hier hast du einfach nicht den Mut zu sagen A oder B. Und deswegen bist du hier schon eine ganz schön lange Zeit in irgendeiner Grauzone unterwegs, ja. Und es kann auch sein, dass du dich auch irgendwie versuchst abzulenken durch Sachen im Außen. Also wir haben halt hier auch den Teufel auf dem Tisch liegen mit dem Fuchs, was eben auch bedeutet, dass du auch weißt, dass du irgendetwas tust, was deinem Körper, deiner Gesundheit, deiner Psyche und so weiter einfach nicht gut tut, ja. Ob du jetzt mehr Geld ausgibst, als du hast, oder ob du hier vielleicht irgendwelche Aggressionen ganz tief in dir drin hast, die du dir noch nie angesehen hast. Vielleicht sind es aber auch hier einfach deine riesengroßen Ängste oder Befürchtungen, die du hier hast, die aufgrund von Co-Abhängigkeiten vielleicht möglicherweise bei dir auch entstehen. Weil vielleicht bist du ja auch süchtig nach irgendeinem Mensch oder nach einer Sache und bist eben aufgrund dieser Sucht in Abhängigkeiten geraten. Und du weißt auch, dass das falsch ist. Und das Schöne ist jetzt hier, liebe Waage, dass dich dein Lebensweg zur Wahrheit in dem Moment führt, dass jetzt hier etwas in Bewegung für dich kommt und sich hier eine Sache positiv für dich entwickelt, ja. Also vielleicht angenommen, du hast versucht, hier von irgendeiner Sucht loszukommen oder du tust dies im Juli, dann hast du hier wirklich richtig gute Karten liegen, dass dir das eben auch gelingt, ja. Wichtig ist halt hier, dass du dich nicht von deinen Ängsten übermannen lässt, dass du hier Durchsetzungsvermögen zeigst und vor allem, dass du hier unfassbar ehrlich zu dir selbst bist, ja. Interessanterweise auch in diesem Kartendeck zeigen sich die Acht der Schwerter hier mit dem, der ist fokussiert, ja, mit verbundenen Augen, ne? Also du möchtest hier etwas nicht sehen, nicht hören, nicht entscheiden, ja. Wie gesagt, also sei auch da einfach ehrlich mit dir selbst, geh hier hart mit dir, auch ins Gericht ruhig, ja, weil es ist halt manchmal auch einfach wichtig, ja, dass wir keine Larifari-Entscheidungen treffen oder andere
für uns entscheiden lassen. Ja, das passt auch überhaupt nicht zu dir, liebe Waage. Ich sehe hier, dass sich im Juli für dich ein Richtungswechsel ankündigt. Ja, also hier ist etwas im Verborgenen, womit du jetzt einfach noch gar nicht rechnest. Ja, es ist hier auch deine Lebensreise angezeigt, aber auch deine Akasha-Chronik. Ja, also das ist zwar eine kollektive Legung, liebe Waage, aber ich denke, du kannst hier auch wirklich viel auch für dich mitnehmen. Aber ich möchte jetzt aufgrund dieser Kollektivlegung jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Schau dir dafür auch unbedingt noch dein Mond, Venus und Aszendent-Video hier auf meinem Kanal an. Vielleicht findest du da noch eine wichtige Botschaft für dich in dem Monat Juli. Jedenfalls dieser Richtungswechsel oder dieser Perspektivwechsel. Also du öffnest hier ein neues Buch, du öffnest hier ein neues Kapitel oder du möchtest dies öffnen, ja. Aber du bekommst jetzt erstmal bis zum Mitte Juli hier auf jeden Fall immer wieder starke Impulse und hör unbedingt auf diese Impulse, ja. Also wenn deine Intuition mit dir spricht, wenn das Universum mit dir spricht über Zeichen im Außen, du weißt genau, um was es hier für dich geht, du solltest auf jeden Fall diesen Impulsen dein Gehör schenken und dich eben auch entsprechend nach diesen Impulsen ausrichten, ja. Und du wirst sehen, du kannst dich ja eh nicht falsch entscheiden, weil das ist ja sowieso schon sozusagen schicksalshaft geführt für dich, ja. Aber du kannst halt diesen Weg verkürzen, ja, weil wir haben auch bei dir hier die Schlange mit zwei der Schwerter, was eben auch wieder diese Zweifel anzeigt, ne? Oder auch hier, wie gesagt, auch eine gewisse Abhängigkeit eben, die dich immer wieder in Umwege leitet, in Zeitverzögerungen. Und wenn du auf diese beiden Impulse achtest, oder vielleicht sind es auch mehrere, ja, die du hinsichtlich dieses Richtungswechsels immer wieder bekommst, ja, jetzt mal angenommen, du rauchst, das ist jetzt echt nur ein Beispiel, ja. Und du bist vielleicht gesundheitlich auch schon ein bisschen angeschlagen mit deiner Lunge oder überhaupt, ja. Und du weißt einfach, es wäre super sinnvoll aufzuhören zu rauchen, weil es dir nicht gut tut oder dir sogar schadet, ja. Und dann wirst du jetzt sozusagen bis Mitte Juli immer wieder auch vom Außen durch Menschen, durch Situationen, aber auch durch deine innere Stimme Impulse erhalten, die dich auf den richtigen Weg leiten möchten. Und hier gilt es eben dann, nach diesen Impulsen auch schnelle und zackische Entscheidungen zu treffen. Auch wenn das, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt so dein Steckenpferd ist, liebe Waage, solltest du hier auf diesen Rat tatsächlich hören, ja. Du wirst wissen, wenn der richtige Zeitpunkt da ist, um jetzt zu sagen A oder B oder ich mache es jetzt oder ich lasse es jetzt. Ich kann dir nicht sagen, warum ich dir das jetzt so sagen soll. Du wirst es sehen eben für dich im Juli, ja. Du kommst auch im Juli stark in deine Kraft und in deine Stärke. Das ist ja übrigens auch unter anderem ein Punkt, auch aus den Rauhnachtsvideos, die ich ja auch schon für den Juli prophezeit habe. Und also auch hier findest du sozusagen einen schnellen Weg, hier dich vielleicht auch, ja, vielleicht auch einfach besser zu dem zu stehen, was du möchtest oder was du in deinem Kopf an Gedanken eben hast. Weil wenn wir nicht so in unserer Stärke sind oder halt, wenn es uns schlecht geht, dann treffen wir halt auch oft Entscheidungen, die wir in einem anderen Gemütszustand eben auch anders getroffen hätten. Ja, und deswegen ist für dich dieser richtige Zeitpunkt hier auch essentiell, ja. Und hinsichtlich deines Zweifels, was sich hier auch ganz stark zeigt, es kann auch sein, dass du hier auch eine Frau in deinem Umfeld hast, deren Meinung dir sehr, sehr wichtig ist. Und diese Person sagt vielleicht auch immer zu dir, ja, sei vorsichtig, pass da bloß auf und schau dir das bitte ganz genau an. Also die macht dich halt noch verrückt noch dazu, ja. Und das brauchst du halt nicht. Und du weißt auch genau, wer das ist, ja. Könnte vielleicht auch ein Mann sein, aber ich kriege das irgendwie eher als eine Frau rein. Und du weißt genau, was du fühlst und wohin der Weg für dich geht. Und
Lass hier diese Zweifel nicht zu, ja, weil du hast die Sicherheit schon in dir. Und wenn die Kraft und die Stärke jetzt noch mit bis Mitte Juli dazukommt, dann wirst du sehen, kannst du dann auch hier in die richtige Richtung für dich weitergehen. Ich sehe hier auf jeden Fall im Juli für dich, liebe Waage, auch noch eine neue Herausforderung auf dich zukommen. Diese neue Herausforderung könnte etwas mit den Themen Freundschaft, Loyalität und Treue zu tun haben. Und das bringt dich auch ein bisschen aus dem Konzept. Aber das ist ja jetzt hier sozusagen ein Spoiler auch für dich, ne? Also weißt du ja jetzt schon, dass auf jeden Fall irgendeine neue Herausforderung hier sich nochmal für dich zeigen wird. Das kann sein, dass es hier um, wie gesagt, um diese Themen Freundschaft, Loyalität und Treue geht. Es ist aber auch durchaus möglich, dass es hier auch mit einer Behörde irgendetwas zu tun hat, dass du hier vielleicht noch irgendwas nachreichen musst, weil du hier was vergessen hast oder weil es hier vielleicht auch um eine Kündigungsfrist geht, die hier nicht genau exakt eingehalten wurde. Also hier irgendwas in diese Richtung nehme ich hier wahr. Und der Gesprächspartner, den du hier auch an deiner Seite hast, ist auch echt unmöglich. Also, aber nimm dir das einfach nicht so sehr zu Herzen. Das ist einfach, ignorier das einfach. Und du wirst auch diese neue Herausforderung auf jeden Fall bewältigen und du wirst auch daran auf jeden Fall wachsen. Also das ist nichts, was dich jetzt auf längere Sicht hier wieder ins Strugglen bringt oder so, ja, sondern das ist halt einfach nochmal, dass sich hier wie etwas nicht so entwickelt, wie du das gerne gehabt hättest. Aber das wird sich im Endeffekt für dich zeigen, auch über einen längeren Weg, dass es eben doch so richtig war, wie es gekommen ist. Wir erkennen ja oftmals, wie gesagt, Sachen nur in der Retrospektive, dass es eben richtig war, dass Dinge so und so in unserem Leben geschehen sind, auch wenn wir vor allem da gar keinen Einfluss darauf haben. Ja, und es ist halt auf jeden Fall auch eine Sache, die, also, wo du halt einfach auch gar nicht beeinflussen kannst, ja. Vielleicht geht es auch hier wieder irgendwie um Häuslichkeiten oder so. Das haben wir ja bei dir, liebe Waage, auch schon die letzten Monate auch immer wieder gehabt. Vielleicht geht es hier um Wohnungswechsel oder um irgendein Haus oder irgendeine Immobilie, die dir enorm wichtig ist, wo du alle deine Lebensenergie, deine Kraft hineingesteckt hast. Kann natürlich aber auch dein Körper sein, deine Gesundheit, dein Wille, irgendwie wieder gesund zu werden, falls du krank bist oder sowas, dass du hier nochmal wie so eine Art Rückschlag kriegst. Aber das ist einfach nur nochmal... ja, das sitzt du auf der linken Arschbacke sozusagen ab, ja, also das ist jetzt keine allzu extreme Herausforderung für dich, ja, aber hier geht es um Stabilitäten in irgendeiner Art und Weise. Ansonsten sehe ich, dass du in Sachen Liebe, liebe Waage, scheinbar derzeit Glück hast. Ich weiß, das wird nicht für alle zutreffen. Manche fangen jetzt vielleicht an zu lachen oder zu weinen oder was weiß ich, was sie sagen. Um Gottes Willen, Caro. Ich glaube, keiner hat ein schlimmeres Privatleben als ich in Sachen Liebe oder so. Dann ist dieser Aspekt eben einfach nicht für dich. Aber hier liegt für viele Waagegeborenen, dass du wohl scheinbar einen ganz wichtigen Mensch an deiner Seite hast. Das muss ja jetzt auch nicht unbedingt dein Partner in Liebesangelegenheiten sein. Das kann genauso gut dein bester Freund, deine beste Freundin sein. Oder vielleicht hast du ein spezielles Verhältnis zu deinen Geschwistern oder zu einem gewissen Geschwisterteil, ja. Also hier ist auf jeden Fall jemand ein Seelenpartner von dir. Hier ist auf jeden Fall jemand schicksalshaft auch in dein Leben geführt worden. Und du bist mit diesem Mensch hier in einem ganz eigenen Zyklus, der Liebe sozusagen. Und hier ist auf jeden Fall auch im Juli eine schöne harmonische Zeit mit diesem Mensch auch angezeigt. Es kann natürlich auch hier immer mal wieder zu Auseinandersetzungen kommen oder auch gerade was hier deine Authentizität angeht oder diese Entscheidung, die du hier zu treffen hast, vor der du schon längere Zeit fliehst oder diese Süchte oder auch irgendwelche Abhängigkeiten hier im Sinne von auch vielleicht deinem Arbeitgeber gegenüber, dass dieser Mensch dir aber auch immer wieder Tipps gibt oder hier halt gute Ratschläge, weil er zeigt sich auch hier als der Hierophant, also was halt einfach auch ein Mensch ist, der auch schon viel selbst erlebt hat und der dir eben auch mit seinen
Erfahrung auch irgendwo hier weiterhelfen möchte. Ja, manchmal nervt dich das auch ein bisschen, aber ansonsten sei einfach froh, dass du diesen Mensch hast und das bist du hier auch auf jeden Fall, ja. Und da hast du auf jeden Fall einen schönen Begleiter an deiner Seite. Und wenn du, lieber Waage, jetzt hier Zwilling, ach Gott, Hilfe, die Sonne, ey, die macht mich auch ganz fertig. Wenn du hier als Waage, als Single jetzt zusiehst, dann ist ja eben tatsächlich angezeigt, dass es gut sein kann, dass du dich im Juli dafür entscheiden wirst, dich im Internet auf irgendeiner Singlebörse anzumelden oder dass du übers Internet jemanden kennenlernen wirst. Das kann auch ein Messenger-Dienst sein, Telegram oder was weiß ich. Das muss ja jetzt nicht immer irgendeine Dating-Plattform sein, vielleicht auch Facebook oder Instagram, ja. Und hier kommt nämlich ein Mensch in dein Leben, der deiner Wunscherfüllung sehr, sehr nahe kommt, ja. Also es kann hier echt gut sein, dass du hier dir auch einen Seelenpartner oder einfach überhaupt einen Lebenspartner manifestierst. Hast gerade, dass das auch hier so der Beginn auch dieser Legung war, dass du da deine ganze Leidenschaft reinsteckst in die Manifestation eines solchen Menschen und dass dieser Mensch in der dritten Juliwoche jetzt hier sich auch für dich zeigen wird tatsächlich. Und da wir hier eben auch die Welt haben, könnte es auch einfach der Fall sein, dass du den übers Internet, wie gesagt, kennenlernst. Kann natürlich auch anderweitig sein. Und zwar möchten die Karten dann hier sagen, dass du eben einen alten Zyklus für dich abgeschlossen hast. Also du schließt hier sozusagen ein Kapitel für dich, eine Lebensphase und bist jetzt sozusagen auch bereit mit all deinen Emotionen, weil wir haben ja auch hier das Ass der Kelche mit dem Reiter im unteren Kartendeck, hier eben auch voller Emotionen mit einem geöffneten Herzen jetzt auch hier wieder einen neuen Mensch in dein Leben zu ziehen. Ja, also du wärst dafür bereit sozusagen. Ja, und das ist eben auch eine große Sehnsucht von dir, eben mit jemand in eine verbindliche, stabile Beziehung zu gehen. Ne? Vielleicht hast du hier, wie gesagt, noch Thema mit Vertrauen oder so, weil das vielleicht auch schon mal in deinem Leben missbraucht wurde, dieses Ding. Vielleicht ist auch hier nochmal diese neue Herausforderung für dich, diesem neuen Menschen hier zu vertrauen, ja, dass das eben diese Hürde ist, die sich hier nochmal für dich anzeigen wird, auch in Sachen Liebe. Das kann hier wirklich gut der Fall sein. Oder dass hier auch jemand ein bisschen weiter von dir weg wohnt, aber macht es davon nicht abhängig, ja. Gib dem Mensch nicht deswegen keine Chance, ja, weil hier liegt ein super großes Potenzial und aufgrund dieser Tatsache solltest du hier auf jeden Fall dich mal mindestens mit diesem Mensch näher unterhalten oder eben auch auf jeden Fall, sage ich auch immer, direkt daten, ohne lang rumzuschreiben, Leute, geht direkt ins offene Dating und dann wisst ihr auch, mit wem ihr es da zu tun habt. Okay, liebe Waage, dann wünsche ich dir auf jeden Fall einen ganz wundervollen Juli hier auf deiner Lebensreise mit viel Gefühl und Emotionen im Gepäck, wie ich sehe. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, bitte gib mir unbedingt einen Daumen hoch, teile auch gern meine Videos und schau dir unbedingt auch noch Mond, Venus und Aszendent an. Da findest du bestimmt eben, wie gesagt, noch ein paar wichtige Sachen für dich. Alles, alles Liebe, bis ganz bald, Namaste.